Er hat in einer kleinen Runde von gut 20 Sondierern geht es heute weiter. Wer ist denn alles dabei? Das sind ziemlich große Runden, die da heute zusammenkommen, obwohl das Ganze unter kleiner Runde noch läuft. Wenn man sich das anguckt, die Union bietet hier ja als Basisteam schon mal je 5 aus der CDU und aus der CSU auf, die in der Regel die Spitzenkräfte, die beide Parteien haben, natürlich die Vorsitzenden, Fraktionsvorsitzende, also die Generalsekretäre selbstverständlich auch. Und wenn man sich dann die anderen Teams anguckt, da kommen die Grünen heute dann gleich mit 8 zu den verschiedenen Themenbereichen, die es ja heute geben wird, und die FDP auch. Und das wird an einzelnen Stellen dann natürlich die jeweiligen Kernteams, die es hier gibt, ergänzt um Spezialisten, um Fachleute aus den verschiedenen Bereichen. Wenn wir uns das Thema Klima und Energie nehmen, wie Tilman Meyer es eben ja auch schon gesagt hat, Armin Laschet wird beispielsweise bei der Klimarunde hier dabei sein. Claudia Roth für die Grünen wird beim Thema Asyl und Migration dabei sein. Und da haben wir schon einen groben Überblick über das, was die sich hier vorgenommen haben, die Unterhändler, die in, wie gesagt, heute hier verschiedenen Kreisen und verschiedenen Gruppen zusammenkommen. 4 Themen stehen insgesamt auf der Agenda. Man wird anfangen noch mal mit dem Thema Europa, das hier vor kurzem am Dienstag nicht abschließend behandelt werden konnte, weil es einfach auch zu spät war. Die Rolle, der Umgang mit der Türkei und inwieweit man Beitrittsverhandlungen weiter befürworten will oder eben nicht, oder eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union, das wird da eine große Rolle spielen. Dann, wir haben es ja jetzt in den verschiedenen Gesprächen auch schon gehört, Klima, Energie, Umwelt wird das zweite große Thema sein. Ein großer Brocken, nichtsdestotrotz noch schwieriger unter Umständen, weil es nämlich auch innerhalb der Union nicht ganz eindeutig ist, ob man da bei der vereinbarten Linie bleiben kann. Asyl, Migration, Zuwanderung, alles, was da dazu gehört. Und dann hat man sich zur Krönung des Tages sozusagen auch noch einen weiteren sehr, sehr großen Themenblock vorgenommen, nämlich Bildung, Innovation, Digitales, Medien, also alles, was man sich vorstellen kann in diesem Sektor. Und es heißt hier aus den Unterhändlerkreisen und aus dem Pressestellen der beteiligten Parteien, dass man sich durchaus Zeit nehmen will bis 22 Uhr heute. Das ist schon extrem ambitioniert, alles in allem. Was hat man denn aus den Gesprächen am Dienstag gelernt? Da gab es ja am Tag darauf ganz unterschiedliche Interpretationen, was man denn nun vereinbart hat. Ja, zum einen muss man, glaube ich, mal schauen, dass man doch noch ein klein wenig präziser formuliert. Das wird heute insbesondere beim Thema Zuwanderung ganz wichtig sein, denn da werden die Grünen darauf bestehen, dass das Asyl nicht angetastet wird. Kann ja auch gar nicht, weil es fest im Grundgesetz steht. Aber man wird da sehr genau hingucken müssen auf die Formulierungen, die man dann verwenden will und die man dann nutzt, um auch klar und präzise zu beschreiben, was denn eigentlich das Ziel sein soll. Das andere hat, glaube ich, auch die Äußerungen, die es dann gegeben hat nach der Finanzrunde, die am Dienstagabend hier stattgefunden hat, und den entsprechenden Äußerungen natürlich auch in großen Teilen damit zu tun, dass Einzelne aus den Delegationen hier nochmal Botschaften in die Partei senden und damit deutlich machen, bestimmte Positionen kommen hier nicht unter die Räder, beziehungsweise im Fall von Jürgen Trittin, den Sie ja eben auch im Gespräch mit Tilman Meyer angesprochen haben, auch in Richtung des linken Flügels der Grünen. Wir achten hier schon drauf, dass wir unsere Grundsätze so gut es geht, da wird natürlich Kompromisse machen müssen, aber unsere Grundsätze und ein paar Grundüberzeugungen hier in diesen Sondierungsgesprächen nicht unter die Räder kommen lassen. Das hat es am Anfang auch gegeben mit diversen Äußerungen von Christian Lindner aus der FDP. Auch da muss man, glaube ich, sagen, dass die eher an die Partei gerichtet waren als hier eine Zustandsbeschreibung dessen, was hier drin passiert. Nichtsdestotrotz, das Ganze wird natürlich zunehmend schwierig, weil es konkreter wird und weil es dann ans Eingemachte geht. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Tag hier werden. Und wenn alle Beteiligten hier einigermaßen über die wirklich, wirklich hohen Hürden kommen, dann haben sie eine ganze Menge weggeschafft. Erhard, wer ist denn jetzt schon alles angekommen? Es ist eine ganze Reihe von Prominenz hier schon vorgefahren. Wir können Ihnen ein paar Bilder zeigen, die wir eingesammelt haben in den vergangenen Minuten. Horst Seehofer sehen wir hier, den CSU-Vorsitzenden. Einer der ersten fast immer. Er hat ja auch gestern, wie viele andere nur auch, Gespräche geführt. Christian Lindner sehen wir, den FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Auch die Bundeskanzlerin natürlich schon seit geraumer Zeit hier drin in den Räumen der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Hinter mir das ehemalige Palais des Reichstagspräsidenten. Jetzt tut sich was hinter mir. Es kommt eine gewisse Unruhe auf, die ich gerade nicht beurteilen kann. Ich meine, Joachim Herrmann gesehen zu haben aus der CSU, weiß allerdings gerade nicht, ob er bei den Mikrofonen stehen bleibt. Wir werden
Nein, höre ich gerade, tut er nicht. Also es sind schon ziemlich viele drin. Es werden in den nächsten Minuten noch ein paar nachkommen. Man darf eines nicht vergessen, es gibt ja hier nicht nur diese Runden, die wir versuchen zu beobachten, von außen natürlich nur, und wo wir versuchen, die eine und andere Information zu bekommen über das, was sich da hinten tut. Es gibt jeweils und zu jeder Sondierungsrunde auch Vorgespräche unter den jeweiligen Unterhändlerteams bei den Grünen, bei allen anderen drei Parteien selbstverständlich auch. Die Union ist gestern zusammengekommen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Es war sogar Ilse Aigner hier, die Wirtschaftsministerin aus Bayern. Und man hat da sich intensiv unterhalten über die Ziele, die man hier einbringen will in die Gespräche zum Thema Energie, Klima und was alles da dazugehört. Also es finden im Moment unfassbar viele Gespräche auf verschiedenen Ebenen statt. Nicht nur das, was wir hier hinter uns versuchen zu beobachten, auch heute wieder. Und auch das, selbst das dauert ja relativ lange schon wieder. Gibt es denn von heute schon irgendwelche Statements? Es gibt tatsächlich eine Stellungnahme, die wir eingefangen haben vor ein paar Minuten. Wolfgang Kubicki hat sich geäußert, der stellvertretende Parteivorsitzende, zu den heutigen Gesprächen. Und er hat auch noch mal kurz zurückgeblickt auf das, was sich hier am Dienstag in der Folge der Verhandlungen und Gespräche zum Thema Haushalt, Steuern und Finanzen abgespielt hat, nämlich die unterschiedliche Interpretation, die es da gegeben hat, insbesondere aus den Reihen der Grünen. Wir gucken auf Wolfgang Kubicki. Die Sprache, mit der wir sprechen, denn wir haben ja festgestellt, dass offensichtlich bei den Sondierungsgesprächen vorgestern wir unterschiedliche Inhalte hatten. Ich werde mal versuchen, ob wir heute nicht auf Englisch verhandeln können, dann haben wir vielleicht keine Kommunikationsschwierigkeiten. Koalitionsverhandlungen angeht, das ist nichts vereinbart, das ist nicht alles vereinbart, das ist eine alte Weisheit. Das ist zutreffend, ja, aber wenn man sich trotzdem schon auf bestimmte Punkte festlegt und von den Sondierungen in Koalitionsverhandlungen übergehen will, dann sollte man nicht versuchen zu erklären, dass unter dem Diktum alles muss finanziert werden, ist logisch, alles ist erst geeint, wenn alles geeint ist, aber Sondierungsteilergebnisse in Frage zu stellen, dann können wir uns die Gespräche wirklich sparen. Was läuft denn besser oder schlechter als in Schleswig-Holstein in den Sondierungen? Es fehlt hier ein Grundvertrauen zwischen den Verhandelnden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie sich darauf verlassen können, worüber man redet und dass es keine unterschiedlichen Interpretationen gibt. Das liegt aber daran, in Schleswig-Holstein kannten wir uns alle schon sehr lange und hatten persönliche Beziehungen auch. Das ist hier nicht der Fall. Und vielleicht ergibt sich das im Laufe der Sondierungen, dass so eine Vertrauensgrundlage geschaffen werden kann. Momentan ist sie nicht vorhanden. Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Parteivorsitzende, seit Dienstag auch Bundestagsvizepräsident für zunächst die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate, vielleicht auch dauerhaft. Da lassen wir uns noch ein klein wenig überraschen. So ganz ausgemacht scheint da dieses und jenes noch nicht zu sein. Und er hat gesagt, ja, wir müssen Vertrauen zueinander finden, wann wir hier vorankommen wollen. Das ist natürlich dann auch die Frage, ob dann so Bemerkungen vielleicht, wir sollten vielleicht in Zukunft auf Englisch verhandeln, ob das dann zu Vertrauen beiträgt, eine solche Spitze, die ja dann doch wieder losgeworden ist. Er hat vor ein paar Tagen gesagt, dass er nicht ganz unbeteiligt war. Und ich höre, Alexander Dobrindt spricht in die Mikrofone und Kameras. Für Jamaika ohne eine Begrenzung der Zuwanderung wird Jamaika eine Insel in der Karibik bleiben, aber auf keinen Fall eine Koalition in Berlin werden. Und von daher wird es mit Sicherheit einer der spannendsten Tage heute sein im Rahmen der Sondierung mit den Themen Klima, mit den Themen Migration und auch mit den Themen Bildung sind es echte Schwergewichte, thematische Schwergewichte, über die wir uns heute unterhalten. Von daher würde ich dringend dazu raten, sich auf einen sehr langen Tag einzustellen. Würden Sie den Grünen denn möglicherweise beim Thema Klima etwas entgegenkommen, wenn Sie dafür die Begrenzung kriegen beim Thema Migration? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Sachen so gegeneinander tauscht, ehrlicherweise. Sondern das sind beides natürlich ganz wesentliche Knackpunkte, um die es geht. Wir haben mit unserem Regelwerk zur Migration sehr deutlich festgelegt, was die Linie ist. Von der wird nicht abgewichen. Wir brauchen die Begrenzung der Zuwanderung. Wir haben deutlich gemacht, dass maximal 200.000 Menschen aus humanitären Gründen pro Jahr nach Deutschland kommen können, um die Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht komplett zu überfordern. Und ja, da ist Bewegung von den Grünen jetzt gefragt. Und beim Klimaschutz muss man wissen, wir stehen zu den
Klimazielen, die vereinbart worden sind, international vereinbart worden sind. Man muss sich die Entwicklung in Deutschland noch mal sehr genau anschauen. Da gibt es ja unterschiedliche Zahlen, auch seit wenigen Wochen, die vorliegen. Klar ist aber auch, wir werden das Klima nicht in Deutschland alleine retten. Und es gibt durchaus gute Gründe, darüber zu sprechen, ob wir nicht mit Investitionen in den Klimaschutz in anderen Regionen der Welt mit hoher Umweltverschmutzung deutlich mehr erreichen können als in Deutschland. Und möglicherweise ist ja eine Kombination möglich aus ambitionierten Klimaschutzzielen, wie wir sie formuliert haben und den Weg dahin gestalten in Deutschland, aber zusätzlich Maßnahmen zu ergreifen in der Welt, die mit eben Investitionen um ein Hundertfaches mehr an Klimaschutzmaßnahmen erreichen können, als dies in Deutschland der Fall wäre. Beispielsweise, wenn wir in andere Länder der Welt saubere Energien bringen oder den Regenwald schützen. Das ist effektiver, als in Deutschland jetzt zu versuchen, noch jedes Gramm CO2 einzusparen. Schafft doch auch möglicherweise Spielräume für einen Kompromiss beim Familiennachzug, weil ein Familiennachzug auch eine Einwanderung aus humanitären Gründen ist. Nein. Reicht denn ein eher schwammiger Kompromiss wie bei den Finanzen heute, oder muss heute dezidiert gesagt werden, was bei der Migration läuft oder nicht? Wir haben uns ja vorgenommen, dass jedes Thema nicht nur einmal durch die Runde geht, sondern dass es immer zwei Beratungstermine für jedes Thema gibt. Das heißt, heute ist der erste Beratungstermin. Ob man da schon so weit kommt, wie wir es bei den Finanzen geschafft haben, wird man sehen. Aber auch bei den Finanzen steht ja eine zweite Runde an. Es geht nicht darum, dass man nur grundsätzliche Vereinbarungen trifft, sondern wir wollen ja Details in die Tiefe bei den Themen auch einsteigen können, sodass also ja sowohl bei den Finanzen, bei den Steuerthemen noch eine Detaildiskussion sich anschließt. Aber ob wir heute schon bei den Fragen Klima, Migration, Bildung so weit kommen, dass wir die Flughöhe wie bei den Finanzen erreichen, dass es grundsätzliche Vereinbarungen gibt, wage ich nicht vorherzusagen. Kontingentlösung, wäre das vielleicht was, dass man sagt, so und so viele Familienangehörige können nachziehen als Kontingent? Man muss ja schon mal darauf hinweisen, was hier eigentlich diskutiert wird. Ein Jahr wie 2015 darf sich definitiv nicht wiederholen. Eine Überforderung unserer Gesellschaft darf nicht stattfinden. Jeder hat inzwischen verstanden, was dies auch politisch ausgelöst hat. Und der Beginn der Sondierungsgespräche war davon geprägt, dass jede der teilnehmenden Parteien erstmal betont hat, welche Veränderungen wir im Deutschen Bundestag jetzt nach der Wahl vom 24. September sehen, konnte man ja auch diese Woche richtig plastisch feststellen, was da auch passiert ist. Und dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass eine rechte Randpartei keine Dauereinrichtung im Deutschen Bundestag wird. Dazu muss man aber dann die Signale, die der Wähler uns gegeben hat bei der Bundestagswahl, schon auch ernst nehmen und zeigen, dass man sich diesen Aufgaben auch stellen will. Wer heute meint, er könnte bei diesem grundlegenden Thema der Migration keine Lösung präsentieren, der darf auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass er dann auf Akzeptanz bei den Bürgern stößt. Das heißt, innerhalb der 200.000 darf keine Familienzusammenführung stattfinden? Wir haben sehr deutlich formuliert, dass wir weiter für die Aussetzung des Familiennachzugs bei den subsidiären Flüchtlingen sind. Es gibt für mich auch überhaupt kein Argument, dass man davon abweichen könnte. Dankeschön. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe hier im Deutschen Bundestag, hat nochmal die Position der Union deutlich gemacht, mit denen er in diese Verhandlungen geht, die hier in wenigen Minuten beginnen werden. Aber ob er auch mit diesen Positionen und in dieser
Frage und in dieser Formulierung wieder aus diesen Gesprächen rauskommt, das werden wir dann im Laufe des Tages und des späteren Abends sehen. Eines ist klar und eines zeichnet sich auf der anderen Seite zunehmend ab. Es wird mutmaßlich in der kommenden Woche auch wieder eine große Runde geben mit allen, die diesen Unterhändlerteams angehören. Und dann wird man auch auf den Tisch legen, was bislang als besprochen gelten kann und wo es Nachholbedarf gibt. Und dann wird man sicher gerade beim Thema Zuwanderung, Migration, Asyl und alles, Integration und alles, was sonst noch dazu gehört, sicher in eine zweite Runde gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier heute tatsächlich alles abschließend besprochen wird. Und genauso wird es mutmaßlich auch beim Thema Umwelt, Energie und Energiewende sein. Da gibt es übrigens immer wieder deutliche Signale, auch an die Unterhändler hier. Wir haben ein paar Bilder eingefangen von einer kleinen Demonstration, die es heute Morgen gegeben hat vor dem Kanzleramt. Greenpeace hat da jede Menge Kohle hingeschüttet vor das Kanzleramt, um noch mal deutlich zu machen, dass es zwingend nötig ist, aus der Kohle auszusteigen. Das ist ja auch eine Position der Grünen hier in diesen Verhandlungen, dass man die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke möglichst schnell abschalten will, um die Klimaziele, die sich die Bundesrepublik selbst gesteckt hat, möglichst bald doch noch zu erreichen. Und da sind wir bei einem Punkt, der eben auch angeklungen ist in dem Statement von Alexander Dobrindt, das wir gehört haben. Die Grünen verlangen in diesen Gesprächen heute, dass auch Union und FDP mal klar machen, wie man zu diesen Klimazielen kommen will. Erste Andeutungen haben wir da ja schon gehört von Alexander Dobrindt. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sich die Grünen damit zufrieden geben, dass man das Problem rausverlagert aus der Bundesrepublik in andere Länder dieser Welt, wo natürlich auch Handlungsbedarf ist. Aber ich bin relativ sicher, dass die Grünen darauf pochen werden, dass man erstmal das Problem hier vor der eigenen Haustür löst, wo man ja schon seit vielen Jahren rückläufig ist, was den Abbau von CO2-Ausstoß in die Atmosphäre angeht und im Moment auch weit entfernt von den Klimazielen, die sich die Bundesrepublik und die Bundesregierung selbst gesetzt haben. Wir unterbrechen an dieser Stelle und gehen live nach Berlin. Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen äußern sich. Auch noch mal drum gehen, wie man miteinander umgeht. Denn eins muss klar sein, was nicht geht, ist, dass man sich auf gemeinsame Papiere als Arbeitsgrundlage verständigt und dann einzelne Teilnehmer, die doch sehr mutwillig in ihrem Sinne interpretieren und so tun, als ob da Dinge drinstehen, die da nicht drinstehen. Um das sehr klar zu sagen, der Wahlkampf ist beendet. Ich kann verstehen, dass das mit Schmerzen einhergeht, wenn man in der Wirklichkeit ankommt und feststellt, dass die Versprechen, die man im Wahlkampf gegeben hat, sich nicht umsetzen lassen. Das ist nun mal so, das kann passieren. Ich will nicht ausschließen, dass uns das früher auch schon mal so ging. Aber wenn das jetzt so ist, dann sind wir nicht schuld daran, sondern muss man halt anfangen, langsam mal den eigenen Leuten zu erklären, dass sich die Versprechen zum Teil eben als Blütenträume erweisen und dass man jetzt eben an der Realität ankommen muss. Und deshalb werden wir das auch sehr deutlich ansprechen. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht nur eine Regierung, die inhaltlich sich anders positioniert wie die letzten beiden Bundesregierungen, sondern sie auch im Stil anders positioniert, auch in den Umgangsformen. Und da legen wir sehr viel Wert drauf und das werden wir jetzt sehr deutlich ansprechen. Zweitens, Europa wollen wir nochmal aufrufen. Für uns ist klar, eine mögliche Jamaika-Koalition kann nur dann zustande kommen und erfolgreich sein, wenn alle sich bekennen zu einem handlungsfähigen, starken Europa. Und schließlich dritter Punkt, eine erfreuliche Nachricht. Wir haben uns sehr gefreut, als gestern Nacht die Nachrichten kamen, dass Peter Steutner endlich freikommt. Er saß zu Unrecht in einem türkischen Gefängnis um die 3 Monate herum. Es ist jetzt aber auch Zeit, dass man daran erinnert, dass es nach wie vor widerrechtlich in der Türkei inhaftierte deutsche Staatsbürger gibt. Auch die müssen freigelassen werden. Vorher kann es keinerlei Normalisierung oder gar Fortschritte im Verhältnis zur Türkei geben. Und ich will auch noch mal sagen, wir haben auch die nicht vergessen, die keinen deutschen Pass haben und ebenfalls in der Türkei widerrechtlich im Gefängnis sitzen, darunter ihre Kollegen. Ja, das wird heute sowieso ein außerordentlich schwieriger Tag. Wir haben heute die Themen Flucht und Klimaschutz auf der Tagesordnung. Für uns sind das beides Themen, wo völlig klar ist, dass sich hier eine Veränderung ergeben muss zu dem, was die alte Bundesregierung bisher geliefert hat. Die Klimaschutzziele 2020 und 2030, so wie sie in Paris festgelegt sind, müssen in Deutschland eingehalten werden. Daran hängt sehr viel. Daran hängt auf der einen Seite unsere Lebensqualität, daran hängt unsere Wirtschaftskraft, aber daran hängt natürlich auch, wie sich das Ganze international weiterentwickeln kann.
Wir haben gerade noch mal erneut auf die Agenda gesetzt bekommen, das gravierende Artensterben, das führt zu Ernteausfällen, das führt zu einer völlig anderen Situation. Und deswegen wird das ein sehr zentrales Thema sein. Ich kann nur hoffen, dass alle zu dem stehen, was Sie im Wahlkampf übrigens gesagt haben, dass die Klimaschutzziele gelten. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie die beiden anderen Partner diese Klimaschutzziele denn aus ihrer Sicht einhalten wollen. Unsere Vorschläge liegen ja im Übrigen auch sehr detailliert auf dem Tisch. Und der zweite Punkt, das Thema Flucht und Asyl. Ich kann nur sagen, ich finde es in dieser Situation, in dieser Phase einen gravierenden Vorgang, dass es einen Flieger nach Afghanistan gegeben hat, auf dem mitnichten nur schwere Straftäter gesessen haben. Und zugleich werden wir auf der einen Seite mit dem klaren Anspruch an einen humanitären Kompass und auf der anderen Seite mit dem klaren Anspruch auf Ordnung in dieser Situation, in diese Gespräche gehen. Und auch dazu haben wir Vorschläge. Wir wollen aber auch natürlich von den anderen wissen, was ihre Vorschläge sind. Keine Grundlage ist jedenfalls für die Verhandlungen, für die gemeinsamen Verhandlungen, das, was ich heute auch schon gehört und gelesen habe. Man muss sich jetzt mal auf das einigen, was die Union vorgelegt hat nach ihrer Einigung. Das war eine interne Sondierung, das kann man machen. Dann kann man da mit einer gemeinsamen Position hierher kommen. Aber man kann nicht sagen, dass das schon das ist, womit man dann am Schluss rausgeht. Das hat jedenfalls mit einer vernünftigen Verhandlung, mit einem Gespräch nichts zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.